Am Ende von diesem Video werdet ihr wissen, wie ihr Showreels bzw. Demo-Reels in Filmora 10 erstellen könnt. Bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, vergesst auf jeden Fall wie immer nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Okay, jetzt legen wir los mit den Showreels. Wenn ihr Video-Creator seid, Video-Editor seid oder eine Person, die allgemein ihre kreativen Stärken in den Vordergrund rücken möchte und zum Ausdruck bringen möchte, was sie eigentlich wirklich drauf hat, dafür können Showreels wirklich eine geeignete Methode sein. Ein Showreel ist nämlich eine Zusammenstellung von euren besten Arbeiten, von euren besten Aufnahmen, die ihr gemacht habt, die ihr am Ende bearbeitet habt, und das könnt ihr euren Zuschauern dann zeigen, was ihr eben wirklich drauf habt. Ihr könnt somit der Welt zeigen, wer ihr seid und was ihr macht. Jetzt kommen 11 Regeln, die ihr beachten solltet, wenn ihr einen Showreel erstellen wollt. Nummer 1. Verwendet am Anfang von eurem Showreel ein bisschen Text. Gebt also euren Namen an und auch eure Tätigkeit, die ihr macht. Seid ihr also der Kameramann oder der Content Creator oder einfach ein Animateur, gebt das einfach dazu an. Regel Nummer 2. Verwendet auf jeden Fall niemals unberechtigt Musik von anderen. Ihr riskiert nämlich auf jeden Fall, dass euer Video gelöscht wird, und zum anderen riskiert ihr auch hohe Strafen, falls das mal am Ende verfolgt wird. Ihr könnt über YouTube verschiedene lizenzfreie, kostenlose Musik nutzen, von daher schaut da einfach mal vorbei, denn die Musik könnt ihr unbedenklich verwenden. Regel Nummer 3. Verwendet nur die beste Arbeit von euch. Nehmt also die besten Aufnahmen, die ihr gemacht habt, und die beste Bearbeitung, die ihr geleistet habt, und zeigt nur das, denn ein Showreel muss wirklich ein Highlight sein. Nummer 4. Verwendet nur Videomaterial, was auch wirklich von euch stammt. Wenn ihr irgendwie Videomaterial verwendet von anderen Leuten, ist das wirklich unehrlich, und zum anderen schadet ihr euch damit auch selbst, wenn es am Ende einfach auffliegt. Nummer 5. Haltet euren Showreel kurz. 90 Sekunden oder sogar etwas kürzer ist ein gutes Maß, an dem ihr euch richten solltet. Es muss auf jeden Fall mit einem Wow-Effekt aufhören. Wenn ihr es zu sehr in die Länge zieht, habt ihr einfach diesen Wow-Effekt am Ende nicht, und das ist dann unschön. Nummer 6. Verwendet keine Aufnahmen zweimal. Das wirkt einfach unprofessionell und sieht so aus, als ob ihr nicht genügend Aufnahmen habt und eben auch nicht die nötige Erfahrung, um eben einen Show- bzw. Demo-Reel zu erstellen. Nummer 7. Verwendet Textanmerkungen, um die Rolle von euch in diesem Demo-Reel zu erklären. Wenn euer Reel Arbeiten von verschiedenen Leuten enthält, dann gebt einfach an eurer Stelle an, was ihr daran gemacht habt. Zum Beispiel, wenn ihr der Regisseur gewesen seid, aber nicht der Bearbeiter, dann schreibt einfach rein, ihr wart der Regisseur. Ansonsten gebt eben an, dass ihr der Bearbeiter seid und nicht die Regie geführt habt. Regel Nummer 8. Vermeidet Fehler beim Erstellen vom Reel. Vor allem beim Sprechen, beim Filmen und bei der Bearbeitung. Auch wenn der Fehler nicht von euch selbst gemacht wurde, sondern zum Beispiel ein Audiofehler vorliegt oder ein Filmfehler bei einem anderen passiert ist, dann verwendet diesen auf jeden Fall nicht, weil ansonsten wirkt das einfach auch nicht so professionell. Regel Nummer 9. Zeigt nur Dinge, die ihr wirklich liebt und die auch eure Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Auch wenn die Zuschauer eure Persönlichkeit vielleicht nicht direkt kennen, könnt ihr damit natürlich wunderbar eure Person einfach rüberbringen. Regel Nummer 10. Vergesst nicht am Ende vom Reel eure Kontaktinformationen dazulassen, wie zum Beispiel die URL von eurer Website. Oder ebenfalls kann auch eine Danksagung an die Zuschauer fürs Zusehen gut rüberkommen, denn damit werden sie eben nochmal bedankt, dass sie sich Zeit genommen haben und das Video angesehen haben. Nummer 11. Startet stark und endet stärker. Beginnt also mit Aufnahmen, die euren Zuschauer aufhorchen lassen und wirklich, ja, die Aufmerksamkeit auf dieses Video ziehen. Und endet mit Szenen, wo der Zuschauer einfach mehr davon möchte. Und das waren die 11 Dinge, die ihr bei einem Showreel beachten solltet. Habt ihr vielleicht schon einen Showreel erstellt, beziehungsweise wollt ihr demnächst einen Showreel erstellen? Lasst es einfach unten in die Kommentare wissen, das würde uns nämlich mal interessieren. Das soll es ansonsten jetzt von diesem Video auch schon gewesen sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.